Ihr wollt auch so bauen können? Dann schaut unbedingt dieses Video, denn heute zeige ich euch ganz viele Bautechniken, die von Anfänger bis zu Fortgeschritten reichen. Also für jeden, der gerade dieses Video schaut, außer ihr seid sehr, sehr gut, wird das Video sehr, sehr hilfreich sein. Also ich denke, für 90% ist das Video sehr, sehr hilfreich. Schreibt mir unbedingt am Ende in die Kommentare, falls ihr eine neue Editing-Technik gelernt habt. Und bevor es mit dem Video losgeht, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr, die hier auf diesem Kanal hochgeladen werden. Und falls ihr mich finanziell mega, mega unterstützen wollt, dann tragt jetzt gerne im Fortnite Item Shop gratis mein Creator Code Lenny-OG ein. Würde mich mega freuen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an und zwar mit Treppe, Wand, Boden. Das kennt ihr bestimmt schon. Für die, die Anfängersachen schon kennen jetzt, könnt ihr natürlich weiter vorspielen, denn gleich kommen noch so Sachen wie Faceway, Quad Edit, Triple Edit oder so Sachen, die ihr vielleicht noch nicht könnt. Also könnt ihr gerne vorspielen, aber für die, die zum Beispiel erst einsteigen ins Bauen, die würde ich auf jeden Fall alle Sachen empfehlen. Also wie gesagt, fangen wir erstmal an mit ganz normal hochbauen. Da könnt ihr natürlich einfach ganz normal so machen, aber da könnt ihr natürlich sehr, sehr schnell runtergeschossen werden. Vor allem, wenn ihr mit Holz baut. Ihr könnt aber auch so bauen, mit einer Wand auch immer dahinter. Natürlich müsst ihr auch die optimalen Keybinds haben. Darüber kann ich jetzt kein Video machen. Ich habe schon mehrere Keybinds-Videos gemacht. Vielleicht kommt aber bald auch noch eins, aber ihr solltet die auch für euch selbst finden. Also um die ganze Sache jetzt zu bauen, müsst ihr auf jeden Fall gute Keybinds haben. Aber ich denke, die haben die meisten schon. Also da müsst ihr einfach nur immer zuerst die Treppe placen und dann immer halt die Wand dahinter. Weil wenn ihr erst die Wand placet, geht das Ganze natürlich nicht. Übrigens ein guter Tipp, falls ihr eine Maus mit Seitentasten habt, so wie ich hier. Die Maus hier, ihr seht, ich habe extra eine Handcam dafür, hat hier diese zwei Seitentasten. Und die kann ich wirklich super gut nutzen, weil ich kann dann immer hier so runter machen. Dann habe ich direkt, ihr seht hier in Fortnite, hier eine Wand und hier eine Treppe und dann kann ich das immer so runter scrollen, sag ich mal, und kann das so easy bauen. Also ich kann das dann einfach immer quasi ganz einfach so machen und ja, das ist auf jeden Fall sehr gut bei der Maus, vielleicht hat eure Maus es ja auch. Dann machen wir jetzt schon weiter mit dem etwas schwierigeren, was aber noch sicherer ist, und zwar Treppe, Wand, Boden. Da fügt ihr dann einfach nur noch einen Boden hinzu und zwar sieht das Ganze dann genau so aus und ihr seht schon, hier kann ich auch wieder so gut mit meinen Maustasten scrollen. Da muss ich halt einfach nur noch auf meine Tastatur hier einmal Boden drücken. Ich baue es jetzt aber immer so, also quasi eigentlich Boden, Wand, Treppe. Und das Ganze finde ich auf jeden Fall viel, viel besser als wirklich Treppe, Wand, Boden zu machen. Weil dann kriegt man den Boden immer schlechter hin. Also so geht es auch. Dann muss man immer so richtig runter gucken und so kann man einfach geradeaus gucken. Also ich würde lieber empfehlen, andersrum das zu machen, auch wenn es dann falsch heißt. Aber ist ja auch komplett egal. Weiter machen wir mit einer Sache, die auch so ähnlich ist wie das hier, nur noch schwieriger und noch sicherer, aber es verbrennt auch sehr, sehr viele Metze. Also müsst ihr euch überlegen, ob ihr das dann anwenden wollt, aber es ist auf jeden Fall gut zu kennen. Ich bin mir leider nicht sicher, wie das heißt, aber kennt ihr vielleicht sogar. Und zwar müsst ihr einmal erstmal eine Soul placen und dann habt ihr hier eine Treppe und eine Wand. Und die braucht ihr auf jeden Fall, damit ihr dann hier eine Treppe placen könnt und dann Treppe, Wand, Boden. Und zwar macht ihr einfach immer noch unter Treppe, Wand, Boden, was wir gerade gemacht haben, eine Treppe da drunter. Und dann habt ihr das Ganze so und seid komplett sicher. Ich glaube, das heißt irgendwie Fortlayer oder so, keine Ahnung. Und das Ganze sieht dann von außen so aus. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt runterschießen will, dann muss ich erstmal das hier abschießen, das hier, also drei Sachen. Und das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr sicher. Machen wir weiter mit einer Sache, die bestimmt schon viele von euch kennen, aber die Anfänger vielleicht noch nicht, und zwar 90s. Und das Ganze ist halt einfach so, für alle, die es nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, aber einfach so hochzugehen ist tatsächlich nicht so einfach zu lernen, auch wenn es eigentlich fast jeder kann in Fortnite, weil es einfach schon so lange gibt. Aber für die, die es noch nicht können, zeige ich das einmal. Und zwar müsst ihr erstmal einen Boden natürlich placen, dann wieder Treppe, Wand, so wie eben, und dann müsst ihr quasi eine Highwall machen. Also ihr macht quasi, also ihr placet eine Wand mit der Taste, dass ihr die quasi so hier drin habt, und dann macht ihr die quasi auf die Wand, die schon da ist, und dann zieht ihr die hoch. Haltet einfach gedrückt, sodass die dann hier oben geplaced wird. Haltet immer noch gedrückt, bis die dann hier geplaced wird. Und dreht euch da und macht dann die Wand. Und dann drückt ihr wieder die Wand zweimal gedrückt. Also ihr könnt die auch einfach gedrückt halten. Dann wieder Treppe, wieder Treppe, wieder Treppe. Und einfach immer diese Drehung machen. Und am Ende könnt ihr dann noch den Boden mit einfügen. Den braucht ihr nicht unbedingt, aber dann ist es natürlich sicherer zum nicht runterschießen. Und dann sieht es am Ende so aus. Übrigens, ich kann das Ganze natürlich jetzt nicht so alles sehr, sehr gut erklären, weil ich sehr, sehr viele Sachen hier habe, die ich heute zeigen will. Aber zu vielen gibt es auch schon bei mir extra Videos und zu manchen kommen auch noch welche, falls ihr es jetzt noch nicht so ganz versteht. Aber es sollte eigentlich gut verstehbar sein. Also, Boden placen, Treppe, Wand, halten,
so einmal die Drehung machen, die ihr jedes Mal machen müsst, Boden und Treppe placen und das Ganze einfach so hoch machen. Jetzt zeige ich euch nochmal Nighties, die sogar noch ein bisschen einfacher sind und am Anfang eines Buildfights sehr, sehr OP sind, aber in dem richtigen Spiel nicht so, weil da kriegt ihr schnell Heilung, weil die schneller sind als normale Nighties, aber sie sind leicht unterschießbar. Ich zeige die euch jetzt einmal und zwar so und dann macht ihr halt so. Und das sind halt schnelle Nighties. Die sind ein bisschen schwieriger oder ein bisschen einfacher. Kommt drauf an, wie man sie findet. Aber die zeige ich euch jetzt einmal, wie die gehen. Und so macht ihr dann erstmal Treppe beim Boden dahin. Dreht dann und macht so. Aber nicht dieses hier noch. Sondern halt nur das hier. Und macht dann so. Ihr könnt es auch ohne Boden machen. Dann fallt ihr aber nicht mal da durch. Und das ist ein bisschen riskant. Dann macht ihr das Ganze wieder. 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 Und ihr lasst halt immer eine Wall weg. Und die ist sehr, sehr zeitsparend. Ihr müsst halt immer so auf der richtigen Position zum Springen, weil sonst könnte es passieren, dass ihr irgendwann so quasi dann unter der Treppe seid und nicht über der Treppe und dann nicht mehr weiter hochkommt. Das wäre natürlich doof und das müsst ihr einfach ein bisschen üben. Eine Kernsache von Fortnite, die ihr auf jeden Fall können solltet, ist natürlich Turteln und ich zeige euch immer wieder, wie es am Ende aussehen wird. Genau so. Und das Ganze lernen wir jetzt. Und zwar ist es wichtig, dass ihr da immer zuerst zwei Sachen placet. Und zwar den Boden und den Boden. Das geht jetzt hier nicht. Aber natürlich könnt ihr nicht den Boden und den Boden so placen, sondern ihr braucht erstmal eine Startbox. Wie man eine Box perfekt baut, kommen wir gleich noch zu. Aber ihr braucht einfach erstmal eine Box. Und dann endet ihr auf. Und dann macht ihr hier den Boden, der ist jetzt schon da. Und dann diesen hier. Und dann macht ihr die Wand an der Seite, wo euer Gegner ist, falls ihr euch irgendwo wecken wollt. Also an der Seite, wo am meisten Gefahr ist, wo jetzt sind zum Beispiel, wenn jetzt die über Gegner sind, würde ich natürlich erstmal die beiden Boden bauen, weil die sind wichtig. Und dann erstmal diese Wand und dann die anderen Wände. Dann das Edit machen, könnt ihr auswählen, könnt dieses Edit machen, das ist am schwierigsten. Dieses hier, ihr könnt auch eine Tür machen, dann braucht ihr aber Türen automatisch öffnen und das ist mega umständlich. Also einfach, ich mache immer das hier. Ihr könnt natürlich auch so machen, aber ich würde euch das hier empfehlen. Und dann macht ihr die beiden Böden wieder, die Wand in die Richtung, wo meist Gegner sind. Und dann macht ihr das Ganze einfach immer wieder. Und ihr müsst jetzt so lange üben, bis ihr in Flow kommt, also dass ihr nicht mehr zwischendurch stehen bleibt. Also so wird es am Anfang bei euch wahrscheinlich sein, dass ihr immer nur zwischendurch lauft und dann wieder stehen bleibt. Aber am Ende sollte es halt so sein. Und ja, manchmal werden dann halt noch so Sachen am Rand geplaced, das passiert bei mir auch, aber das ist nicht so schlimm. Wie eben gesagt, zeige ich jetzt nochmal kurz, wie man eine Box schnell baut. Und zwar braucht ihr natürlich da wieder den Boden und den Boden, also eine Wand halt. Ihr macht erstmal den unteren Boden, ich mache das einfach mal so, weil hier ist jetzt schon Boden. So, und dann guckt ihr wieder in welcher Wand, also das müsst ihr sofort wissen. Ihr könnt natürlich nicht erstmal Ausschau halten, wo ist am meisten Gefahr, dann baut ihr da die erste Wand. Den zweiten Boden und dann drumherum und die Cone. Also Boden bauen, Wand an irgendeine Seite, Boden bauen, restlichen zwei Wände und Cone. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen. Und zwar fangen wir erstmal an mit dem Einer-Edit. Und das sollte auf jeden Fall auch jeder können. Und das Ganze ist dann einfach so. Das Ganze braucht ihr zwar oft im echten Spiel gar nicht so doll, aber im Kreativ solltet ihr das Ganze auf jeden Fall können, zum Beispiel in 1 vs 1 oder so, aber man benutzt es auch oft im normalen Game, also solltet ihr die Sachen auf jeden Fall beherrschen. Das ist jetzt sehr, sehr einfach, ihr müsst einfach immer nur eine Treppe bauen und dann das eine Edit machen. Also einfach Boden placen und dann das eine Edit machen. Ah, jetzt habe ich auch den Double Edit gemacht, dazu kommen wir aber jetzt. Und zwar Double Edit sollte auch eigentlich jeder kennen und Double Edit geht auf jeden Fall so, also so sieht es am Ende aus. Ihr könnt es auch einfacher machen, und zwar so. Nur immer ein Edit machen. War verkackt. Aber da müsst ihr dann auf jeden Fall eigentlich wieder das gleiche machen, und zwar das eine Edit. Aber im gleichen Moment müsst ihr dann nach dem Edit auch die Cone placen und so machen. Oder ihr macht einfach beides. Ihr placet beides, so mache ich es. Also beides placen und dann erst die Edits machen. Oder halt so, obwohl das ist sehr, sehr schlecht. Also macht das lieber nicht, sondern einfach beides gleichzeitig placen und so. Also erst beides placen und dann beides editen. Natürlich, wenn ihr die Sachen, die jetzt folgen, kommen, üben wollt, also die 1er, 2er, 3er und 4er Edits, die jetzt gleich noch kommen, dann könnt ihr euch immer das einfach so hinbauen. So, und dann das editen, falls ihr es noch nicht so im Fluss schafft, was wahrscheinlich am Anfang sein wird. Aber das mache ich jetzt nicht. Dann kommen wir zum Triple Edit. Übrigens zu Double, Triple und Quad Edit gibt es bei mir alles schon ein Video, falls ihr es noch genauer lernen wollt. Aber so sollte es eigentlich auch klappen. Triple Edit ist das gleiche, nur halt mit noch einer Wand. Da macht ihr es aber nicht so, dass ihr alles gleichzeitig placet, weil das geht gar nicht. Also ihr könnt nicht schon hier das placen, weil dann placet es hier unten. Und zwar müsst ihr dann erstmal wieder ein Double Edit machen, so wie ihr es eben gelernt habt. Und dann das Triple Edit. Also Double Edit, Wand placen und editen. Und dann kommen wir noch letztendlich zum Quad Edit. Das ist das Ganze. Es ist sehr, sehr unnötig, aber einfach für den Flex. Und zwar ist es dann, dass ihr hier erstmal keine
Treppe hochplayt, sondern eine Cone, und zwar ein extra, der halt noch einbaut, anstatt eine Treppe einfach diese Cone so editet und danach einfach hier das Triple Edit macht. Und dann ist natürlich ein Edit plus die drei Edits hier ist das Quad Edit. Und das Ganze sollte dann so aussehen. Also so solltet ihr das Ganze auf jeden Fall lernen. Das könnt ihr euch natürlich wieder hinbauen. Das ist dann einmal, also so muss es hingebaut werden. Und dann macht ihr das Edit, und das Edit. Jetzt kommen wir als letztes noch zum Face 3 einmal. Natürlich hat Face 3 ganz viele Bautechniken, aber ich zeige jetzt einmal so die Basic, die, denke ich mal, viele lernen wollen. Und zwar ist die einfach so. Das Triple L ist am Ende optional, aber das ist natürlich auch noch cool für den Flex. Und so geht das Ganze. Ihr braucht erstmal das hier, dann ein Double Edit oder Triple Edit. Triple ist natürlich cool, aber hier ist sie unnötig, weil die geht nicht in diese Richtung weiter, sondern die geht dann nach rechts, macht hier ein Edit rein, ist egal welches. Und dann macht ihr hier so einen kleinen Sprung und dann habt ihr quasi so eine Linkskurve gemacht. Also Double Edit oder Triple Edit, nach rechts drehen, die Wand bauen, das Edit machen, hochspringen, Treppe bauen und halt einfach weiter editen. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert gerne die Glocke und ciao.